Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 vom Wagnerhof aus Oberkrebach zusammen mit meiner wundervollen Frau. Hallo. Und pst. Guck mal da. Ist da? Da. Was ist ein Trigger? Neu! Da! Was ist gut? Neu! Dahinter! Was ist dahinter? Ja, nix! Ja, nix. Stimmt, da ist nichts. Ja, was fällt dir auf? Da ist nix. Ja, was war denn da? Vor dem nix. Dexterion. Ja, jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Jetzt. Aber ja, ja, jetzt ist er weg. Und wo ist er hin? Ja, das weiß ich nicht. Hm? Du warst doch bei Gretchen und hast gefragt. Eva, zu Gretchen gehe ich nie wieder. Aber hat Gretchen nichts gesagt bezüglich des Xerion? Und die hat dir gesagt, aber dazu nichts. Ja, meistens hat sie ein gesagt. Nee, Gretchen kann nicht mehr. Wieso? Die war nett. Also, das war nett, was sie gemacht hat. Nein, nein. Wo? Nein, aber ich weiß ehrlich nicht, wie der Serien ist. Keine Ahnung. Ich bin nicht up to date. Wieso nicht? Also, du bist permanent bei den Frauen, also du gehst ja nicht zum Klaffeklatsch, aber du gehst ja permanent an denen vorbei und hörst denen zu. Oder bist du nicht up to date? Naja, es ist nicht immer interessant, was die reden. Ja, okay, das stimmt. Ernas Mann mit dem Furunkel, hat es dir erzählt? Ja, ja, auch, ja. Ja. Total, ja. Ja, und die neu zugezogenen, der Typ, der scheint nachts auch unterwegs zu sein. Also der war auch schon woanders. Weißt du, so Sachen will ich gar nicht hören. Neu. Hat sie dir auch von Hedwigs Mann erzählt? Was ist mit dem? Mit dem Eiterpickel. Ah, cool, ich war schon lang, gell? Hat er den. Ja. Und der wird immer größer, sagt sie. Ja, ja, aber das ist sein Kopf. Das wird er irgendwann erkennen. Ja, ich habe auch gesagt, der sitzt oben auf dem Hals. Das ist ganz komisch. Wir kriegen einen Landwirtschaftskoller. Kriegen wir das? Mein Schlepper fährt rückwärts anstatt vorwärts. Jetzt. Richtig. Aber wir hemmen es doch gleich. Wenn das hier fertig ist, dann hemmen wir es. So, was haben wir denn eigentlich noch nach dem Feld? Wir müssen hier die Rüben brauchen und was haben wir dann noch? Wir haben noch Gras. Gar nicht jetzt. Ja doch, das haben wir aber noch. Feierabend. Das ist aber frisch. Ja, aber das muss bis heute Abend warten. Wir müssen erstmal arbeiten. Warum? Ich will aber jetzt. nicht erst heute Abend. Letztes Mal passiert ist, wo du Hai durchs Ort und durch die Ortschaft gefahren bist. Du meinst mit dem Lied Because I Go High? Ja. Können schon mal ein bisschen breitere Bahnen ziehen, dann könnt ihr auch fahren, du Egoist. Entschuldigung, ich bin auf Hupe gekommen. Mhm, okay, ist ganz geil. Was? Wo willst du drauf kommen? Ich könnte ja jetzt was sagen, aber das tue ich nicht. So. Aber wir hemmen es doch gleich. Guck mal, das ist jetzt vielleicht noch einmal hin, einmal zurück, einmal hin. So ungefähr. Pi mal Daumen. Dann hemme ich es. Und dann können wir noch ansehen. Und dann haben wir es. Wobei... Ich wollte auch hier mit unserem Nachbarn nochmal quatschen. Weil anscheinend ist der Xerion doch nicht für die Ernte da gewesen. Das bedeutet, wir können vielleicht noch ernten. Muss ich aber gerne mal mit dem Nachbarn quatschen. Was willst du denn ernten? Ihr Feld 3 für den Nachbarn. Der hat uns doch gefragt gehabt und da haben wir doch gedacht, dass der Xerion vielleicht für ihn da ist, aber... Stimmt. Ich erinnere mich. Nein, das machen wir. Dann ruf ihn gleich mal an. Nein, nicht jetzt. Guck mal auf die Uhr. Dich geht jetzt nicht. Der macht Mittagsschlaf. Ach, stimmt. Ja, Mann. Mittag. Ja, also ich wollte gerade sagen, hast du schon mal bei jemandem in der Mittagspause angeguckt, beim Mittagsschläfchen? Ja. Ja, und was ist jetzt passiert? Nichts, der ist noch dran gegangen. Siehste? Also von daher ist nicht gut, wenn wir da jetzt anrufen. Ich überlege gerade, ob ich schon mal die Saatmaschine hole. Wo haben wir die denn eigentlich? Am Hof. Okay.
Ja. Ist das die Grüne, die da steht? Ja, also wenn die nicht noch am Rapsfeld, am ehemaligen Rapsfeld steht, dann müsste sie am Hof stehen, ja. Geht nämlich eine, da weiß ich allerdings nicht, was die finden. Also wir müssten zwei haben, eine für Mais legen und eine für den Rest. Ja, ich warte mal, weil das kann ich immer nie so auf Anhieb auseinanderhalten, was die jetzt da ölrettig. Perfekt. Wenn sie ölrettig kauert, dann ist die richtige. 54% drin noch, das reicht. Das reicht für das kleine Feld hier auf jeden Fall. Uäähähä. Da war ich ein bisschen zu hätisch. Das stimmt schon, ne? Mann. sie lässt ja da ja schon. Okay. Ich muss gleich nochmal zurückfahren, da bin ich erst fertig. Da ist noch eine Bahn. Aber trotzdem ist das mit dem kleinen Flug schon okay. Die Felder haben auch eine angenehme Größe, also. Ja, das stimmt. Größer wäre schlecht. Also wäre zumindest mit der Maschinengröße schlecht, sagen wir es mal so. Hast du deinen Schlepper laufen lassen und bist zum Hof gesprintet? Ich glaube schon. Okay. Ey, weißt du, ich muss fragen, weißt du, nur für den Fall, dass der Schlepper auf einmal an mir vorbeifährt mit jemand anders drin, dass ich dann sagen kann, der Schlüssel steckt, alles gut. Mhm. Das war ja, als wir noch im Kaukasus waren, kannst du dich erinnern? Ach Gott, ja, wo der Schlepper auf einmal, der Tank war leer. Ja, Diebe haben den Treibstoff. Ja, ja. Aber das war auf der Karte echt das Geile, dass es da diese Events gab. Da unten steht der Hörfluch. Na, wer den da wohl geparkt hat? So. Aber ich hemm jetzt. Oh, was? Ich sehe dich da hinten nur rumspringen von einem Schlepper zum anderen. Ja, aber jetzt wollte ich, habe ich mir gedacht. Stelle ich den auf Zeit hin, habe ich gedacht, komm, die eine Bahn fährst noch, jetzt lief aber der andere. Muss ich kurz nochmal rüber und den ausmachen. Ach so. Wollt sie nicht laufen lassen? Nein. Das ist Verschwendung. Das stimmt allerdings. Das ist auch nicht so toll. Ach so. Siehste, jetzt habe ich das ja schon wieder fast vergessen, junge Frau. Naja, du hast mir ja vorhin gesagt, die Leute fragen ja immer in den Streams nach wegen Freitag. Ja. Ja. Lass uns, wir können noch mal hier in der Oberkrebach, können wir ja noch mal ganz kurz sagen. Also, freitags ist ja seit vorletzter Woche Freitag eigentlich schon die Hopfach gestartet. Hopfach ist ja unser Multiplayer-Community-Projekt. Das Ganze wird im Moment noch von mir gehostet, wird aber, denke ich mal, bei Gelegenheit auf den Server wandern und wird dann für euch 24/7 erreichbar sein. Wenn ihr da jetzt mitspielen wollt, was tendenziell jeder kann, solange noch ein Platz frei ist, also wenn jemand mitspielen möchte und die Plätze sind voll, dann kann derjenige natürlich nicht mehr mitspielen, aber generell ist die Chance da, mitzuspielen, solange Platz ist. Und das Einzige, was ihr tatsächlich dafür machen müsst, ist, ihr braucht einmal die Mods, die unter jedem der Streams verlinkt sind, sowie den TeamSpeak runtergeladen, den Client. Den werde ich euch aber mit auch in die Videobeschreibung zum nächsten Stream packen, wo ihr den Client runterladen könnt, dass ihr da auch Bescheid wisst. Und mehr braucht ihr eigentlich nicht. Ihr solltet dann einfach Kopfhörer haben. Ob ihr jetzt ein Headset habt? Einige haben ein Headset, aber nicht alle. Wenn ihr kein Headset habt, dann geht doch einfach hin und nehmt zum Beispiel eure Handy-Kopfhörer. Ihr braucht eigentlich nur irgendwas, was einen Klinkenstecker hat, mit dem man das Ganze anschließen kann und mit dem man das Ganze hören kann. Ihr müsst gar nicht im TS reden. So, und dann geht ihr einfach in den TS, oder kommt mit in den TS, geht in den Raum,
wo die anderen Leute drin sind. Und dann seid ihr einfach dabei. Dann hört ihr schon mal wenigstens zu. Ne, selber reden müsst ihr definitiv nicht. Das ist euch überlassen. Aber das Zuhören wäre halt das Spannende und das Wichtige. Dass ihr zumindest hören könnt, was andere sagen. Weil bei uns mit dem Stream ist halt ein bisschen verzögert. Wir haben halt 20 Sekunden, glaube ich, ne? Mhm. Standardmäßig. Die kriegen wir auch nicht weiter runter. Also wir haben Verzögerung aus, aber diese 20 Sekunden kriegst du einfach nicht weg. Das ist einfach von YouTube so. Und deswegen ist es da einfach besser. Und die Frage kam nämlich wegen dem Headset und alles. Also ein Headset braucht ihr nicht, aber es wäre schön, wenn ihr Kopfhörer habt, dass ihr zumindest hören könnt, was die anderen euch sagen. Oder was wir euch sagen, wenn wir vielleicht zu Besuch kommen. Mhm. Gilly? So. Junge Frau, was machen Sie aktuell? Ich bin hier gerade am Ölrettich aussehen. Ah, okay. Ich habe gerade mal mit dem Reinhold telefoniert. Oh, okay. Ja, Feld 3 müsste tatsächlich geerntet werden. Da ist, weiß ich gar nicht, was drauf ist. Ich glaube Weizen oder Gerste. Ein bisschen spät dran, ne? Ein bisschen sehr spät, ja. Er wurde auch hängen gelassen. Also er hatte da wohl jemanden gefragt. Nachdem er uns gefragt hatte, hat er sich dann aber für jemand anders entschieden. Der wäre günstiger, weißt du? Wir nehmen ja wieder so ein für ihn hohen Stundenlohn. Und da hat er jemand anders gefragt und der hat ihn jetzt sitzen lassen. Ja, aber wir sind ja nette Nachbarn. Ich hab das jetzt angenommen. Mhm. Und hab gerade den Drescher hergefahren. Mhm. Weil wir müssen ja unseren neuen Dominator ausprobieren. Mhm. Aber du bist ja gerade am Aussehen, da kannst du ja gar nicht Drescher fahren. Doch. Wie willst du denn das machen? Den du aussiehst. Was? Schau nur, ich seh's ja. Ich hab dich im Blick. Aber willst du nicht die neuen hier ausprobieren? Warte, dann schicke ich hier geschwind den vollautomatischen Bordcomputer Autopilot aufs Feld. Okay. Er hat halt bloß gesagt, wir dürfen keine Strohablage anhaben. Also machen Warum? Wir die wieder aus. Neu, er macht kein Stroh. Hä? Wir sollen nur dreschen. Das ist aber komisch. Warum braucht er kein Stroh? Er will nur das Getreide. Das sieht schon cool aus. Moment, ich muss mal ganz kurz. So wie eine alte Küchenmaschine aus den 70ern. So. Ich habe keinen Zugang zu dem Land. Ach, zu dem schon. Ja. So, ich guck noch mal kurz. Dann hier hin. Ja, wir müssen nur die Gerste ernten. Ich hole mal einen Schlepper für die Ernte. Mhm. Aber wo er sagte, er wurde sitzen gelassen, weil jemand anders günstiger ist. Meinst du, das waren die Gofen? Ach, das kann schon sein. Wer weiß, aber das ist halt das, wenn man geistig ist, dann kriegt man halt ihre Türkische. Ja, aber normalerweise haben die doch große Maschinen. Das heißt also, ja, oder es war für sie nicht lohnenswert, die Fahrerei das hierher. Kann sein, ist nicht groß genug lohnenswert. Die arbeiten natürlich auch in anderen Kategorien. Das stimmt. Oh, ich verinnere sich und merke gar nicht, dass ich die Hälfte stehen lasse. Warum machst du das? Die haben es nicht richtig gesehen. Also nimm doch die Hälfte noch mit. Ich meine, es wäre ja sonst Verschwendung. Ja, ich war ja auch gerade zurück. Ne? Ich komme schon mal mit der Abfahrer, ne? Ja, 16% habe ich jetzt so schnell gefunden. Ich komme mit der Abfahrer. Meinst du, wir brauchen zwei Anhänger? Nein. Meinst du, das passt ein? Weiß ich nicht. Ich bring beide mit. Ich bin hier eh gerade unterwegs zu den Anhängern und die sind eh zusammengekoppelt. Das ist so eine Drehkatze. Es sind schöne Drehschemel, ja, warum? Ja, ich sag mal.
Aber der Drescher ist klug. Das ist ja der, den wir als Bonusfahrzeug gekriegt haben, dafür, dass wir das DLC ja vorher gekauft haben. Ich finde den Dominator schön. Den Mega, also den Deutz, den wir vorher hatten, oder den Class Mega, den es gibt, den finde ich auch richtig genial. Aber der Dominator, dafür, dass das eine Standardmaschine ist, ist der echt schön. Mhm, sehr schön. Ich sehe dich, ich sehe dich. Oh. Ich sollte bei dem Fendt nicht hupen. Die Mine gelegt, oder was? Neu. Aber der hupt la Cucaracha. Was? Ja. Okay. Also ich habe jetzt 31%. Oh, da muss ich ja schon mal schnell losfahren. Schnell hinterher. Ich bin nur auf dem Weg. Ja, ja, nur verhetzt. Du kannst eh nicht. Das Rohr ist eh nicht gefallen. Da kannst du eh nichts machen. Aber andere fahren doch auch immer in die Frucht. Die machen noch ganz andere Sachen. Das müssen wir aber nicht unbedingt nachmachen. Machen die das mit ihrem Mengele? Ja, der Bahnschienen fahren und so. Bahnschienen fahren? Und fahren die auch Toscano? Vielleicht in die Toskana. Oh. Ja, ja. Ja, ja. Wer weiß. Jetzt habe ich die erste Runde durch und bin bei 43. Also Hälfte, eine komplette Runde außenrum ist Hälfte. La 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 la. Ich bin da. Was? 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 Ich darf nicht hupen. Wie gewollt, aber nicht gekonnt. Was? Hupen. Ja, ich darf nicht hupen. So. Ja, soll ich jetzt hier weiterfahren oder soll ich jetzt fahren? Ich fahre jetzt runter und komme dann die Bahn wieder hoch. Oh, also kann ich doch stehen bleiben. Kannst noch stehen bleiben, ja. Okay. Aber der Helfer ist fertig. Ich schau, was der Helfer gemacht hat. Ja, guck's mal, ob er wirklich fertig ist. Dem traue ich nämlich nicht. Doch, er ist tatsächlich akkurat bis ins letzte Eck fertig. Cool. Dann haben wir das Feld auch gemacht. Ja, örettig gepflanzt, gepflügt. Alle Felder soweit durch. Bis auf, jetzt machen wir da noch für Reinholz ein Feld da. Und dann müssen wir eigentlich nur noch uns um unser Gras kümmern und dann sind wir auch schon durch. Da hinten ist ein Unterstand mit Autos auf seinem Hof. Hier ist Schüttau. Okay, dann müssen wir dann nachher nochmal schauen. Aber... Liebe Lüt, das soll es mit der heutigen Folge gewesen sein. Wir sagen vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, die Folge hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Würden uns natürlich freuen, wenn ihr bei uns beiden ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Wünschen wir euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Ganze anschaut und sagen, bis zum nächsten Mal. Ja,